Die Krüge. Hoch! Das ist er, der diesjährige Krug der Wiesenwirte. Und dreigeteilt ist er. Ein bayerisches Tanzpaar, ein traditioneller Trachtlerschmuck und die Silhouette Münchens. Und das Allerwichtigste, den Wiesenwirten gefällt ihr Krug. Er ist nach vielen Jahren mal wieder einer der schönsten. Er gefällt mir sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, weil er ja so viele Aussagen hat. Mir gefällt er besonders gut, weil er sehr beschwingt ist. Man sieht ja ein tanzendes Paar auf der Wiese, also auf der Wiesen sozusagen. Das so richtig münchnerisch ist. Und das, man möchte gleich mittanzen, wenn man die zwei sieht. Und da rum, außenrum ein Charivari, hier mit den einzelnen Zelten drauf genannt, auf beiden Seiten, mit den Brauereien dazu. Also im Grunde ist alles abgebildet, was die Wiesen ausmacht. Dann gleichzeitig die Farben Weiß und Blau, die Farben Gold und Schwarz für München. Und dann unten noch die Stadtsilhouette. Vom Riesenrad, also von der Wiesen. Bis zum alten Peter. Ich wohne in Grünwald, das ist leider nicht drauf. Und dann auch noch diese schöne Glasur, also so dieser alte Krug, nicht der glänzende. Entworfen hat den Steinkrug der oberbayerische Künstler Maximilian Fließbach. Und zwar erstmals wieder nach 14 Jahren. Er gestaltete den Krug im Stil des 19. Jahrhunderts. Man ist ein Vierteljahr beschäftigt damit. Und immer mit einem ähnlichen Thema, mit Brauchtum, mit Bier, mit einer gewissen Historie. Das habe ich auch sehr gern. Also ich habe gern die Heraldik, die Kalligrafie, die exakte Zeichnung. Maximilian Fließbach ist auch der Künstler vom Marstall, wo ich wirklich sagen muss, er ist ein hervorragender Inszenierer des bayerischen Brauchtums, des Oktoberfestes. Er hat eine feine Art zu zeichnen, das hat uns ganz gut gefallen. Da habe ich einen, das ist sein erster Krug gewesen für die Wiesen. Das war für die Familie Kreitmeier, mein Vorgänger auf der Wiesen. Und der hat das natürlich, der ist natürlich noch schöner eigentlich. Der ist noch schöner. Und weil er gerade so schön ist, wollte ihn auch gleich ein jeder mit heimnehmen. Den Krug aus dem Jahr 1992. Aber stell ihn irgendwo hin, dass ich mitnehmen kann. Nein, du kriegst ihn nicht. Den habe ich extra mitgebracht. Ja, den kannst du jetzt rein. Du hast wahrscheinlich 10 in Ohren. Nein, habe ich nicht. Die Vorbereitungen auf der Theresienwiese laufen derweil auf Hochtouren. Seit Mitte Juli ist dort eine Großbaustelle. Die Rohbauten der Bierzelte stehen teilweise schon. Bei dem Wetter bin ich jeden Tag draußen, versichere mich, ob alles passt. Man merkt auch bei den Reservierungen, dass die Menschen heuer sich auf das Oktoberfest freuen, wie schon seit langem nicht mehr. Also ich bin heute mal wieder vorbeigefahren an der Theresienhöhe und es ist eigentlich sehr, sehr schön, weil man sieht die ganzen Gerippe zurzeit stehen. Ja? Also man kann schon erkennen, wo es werden am Schluss die ganzen Bierburgen stehen. Die Vorfreude, die ist immer da. Es ist immer spannend, wie wird's, wie sind die Reservierungen, kriegen sie die Mitarbeiter alle zusammen, die sie brauchen. Da haben wir Gott sei Dank eigentlich nie Probleme gehabt. Und irgendwo kribbelt es dann schon wieder. Man ist auf der Wiesn draußen, man arbeitet schon mit, man kümmert sich um den Zeltaufbau. Und da merkt man schon, jetzt geht das erste Kribbeln los bei einem, dass man sich vorstellen kann, dass in diesem Zelt in ein paar Wochen dann schon wieder richtig Remedemi ist. Das ist nie irgendwie, dass dann eine Routine reinkommt. Das Oktoberfest ist immer wieder spannend, es ist immer wieder eine Herausforderung. Und die Gänsehaut, die kriege ich immer, wenn der Oberbürgermeister den Wechsel nimmt und den in reinschlägt und dann die Worte spricht, O-Zapft ist, ja. Und das ist für mich das Schönste überhaupt. Dann weiß ich nämlich, jetzt fangen die schönsten 16 Tage lang. Weil es in Ihrem Zelt ist. An. Genau, das auch. Merken Sie nicht, dass ich nervös bin? Ich bin total nervös. Ich freue mich. An mir? Ja, das auch, unter anderem auch. Auf jeden Fall bin ich sehr nervös und was heißt nervös, sind wir ja alle nicht. Wir besprechen ja unentwegt eigentlich, was eigentlich nicht passieren sollte oder was passieren kann und was die Stadt München von uns will und so weiter. Aber im Großen und Ganzen freuen wir uns alle drauf und sind schon wirklich etwas angeregt. Beginnen wird die Wiesn am 22. September. Es wird das 185. Oktoberfest.